wissen, mit wem wir zusammensitzen. Okay. Ja, herzlich willkommen. Wir sind C8. Und wir haben erstmal eine Frage an Sie. Kennen Sie überhaupt Ihre Nachbarn? Weil wir haben uns das gefragt und wir haben festgestellt, wir wohnen seit 10 Jahren Tür an Tür mit unseren Nachbarn, haben vielleicht 700 Facebook-Freunde, aber kennen die meisten von unseren Nachbarn gar nicht persönlich. Und genau diese Anonymität wollen wir besprechen. Denn wer sind wir überhaupt? Wir sind nebenan. Wir sind 10 engagierte Studenten, die einen Stein ins Rollen bringen. Was wollen wir genau machen? Wir wollen Brücken zwischen Nachbarn bauen. Wir wollen eine Wohlfühl-Nachbarschaft schaffen, Vorurteile brechen und Türen öffnen. Warum machen wir das? Weil wir uns da wohlfühlen wollen, wo wir leben. Weil wir keine Lust haben, dass Ressourcen und Talente einfach so verschlummern und links liegen bleiben. Für wen gestalten wir das? Für Sie, für dich, für meine Großeltern und für mich selbst. Für alle, die in einer Nachbarschaft leben. Wie wollen wir das umsetzen? Wir werden eine Online-Plattform bilden und eine Service-Hotline, in der man sich freiwillig anmeldet und dort Dienste anbietet in Form von Nachbarschaftshilfen, aber auch ein Profil erstellt auf einer Seite. Und dieses Profil, da gibt man an, wer man ist, ungefähr wo man wohnt und was man zur Verfügung stellt. Das könnte eine Professionalität sein, es könnte aber auch ein Klavier sein, es könnte genauso gut auch der Rasenmäher sein. Und wie sieht das finanziell aus? Finanziell sieht das so aus, dass wir lokal bleiben, mit lokalen Unternehmen aus der Nachbarschaft durch Werbung zum Beispiel uns finanzieren, dass wir auch auf Spenden angewiesen sind und auf Fördermittel gegebenenfalls. Wo findet das alles statt? Nebenan. Es findet wirklich im Mikrokosmos statt. Und das ist, was es uns ausmacht. Wir sind anders als die anderen, weil wir uns Straße für Straße vorbereiten. Wir sind der Mikrokosmos. Wir sind nicht Hamburg, wer kann wem in Hamburg helfen, sondern wer ist in meiner Straße? Wir werden die Gesichter kennenlernen, die wir jeden Tag seit 10 Jahren sehen. Das sind wir nebenan. So, und jetzt kommt ein kleines Beispiel, wie das konkret aussehen könnte. Hallo, ich bin Britta, 32 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und eine Süße. Ich bin Julian, ich bin Student an der Leuphana und meistens von morgens bis abends an der Uni. Ich bin jetzt seit kurzem bei nebenan angemeldet und habe dort das Profil von Britta gefunden und habe gesehen, sie sucht Babysitter. Also kann ich nach der Uni ihre Kinder hüten, kann man noch lernen und vielleicht, sie ist ja Friseuse, kann sie auch die Haare schneiden. Das ist ziemlich praktisch, wenn Julian auf meine Kinder aufpasst. Denn wenn er das tut, kann ich meine Einkäufe tätigen. Und da ich ein Auto besitze, kann sie ihm auch meine Kassenbier mitbringen. Das ist echt praktisch von beide. Wer sind wir und wo sind wir?